Hey Leute und willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video. Und es ist nur ein ganz, ganz kurzes, denn also es geht um die Energieleitscheibe, um das Event. Und ich wollte euch nur mal ganz kurz meinen Run zeigen. Ich habe es gestern live im Stream versucht, da war meine beste Marke 7500. Ich habe es heute nochmal versucht, einfach mit einem ja, leicht abgeänderten Setup und habe es geschafft, die 8000 zu knacken im Solo-Lauf und habe dafür meine Freeze-Comp benutzt. Also Rosaria, Chongyun, Chengcho und Zhongli als Support. Und ich denke, dass das der Beweis ist, dass eine Kryo-Rosaria wirklich abgehen kann. Mega, mega geil. Ich bin sehr, sehr stolz auf dieses Team und halt auch einfach, ich feiere es, dass ich das mit Rosaria geschafft habe, nicht mit Xiao, mit Hu. Ich glaube, Hu Tao hat es eh ein bisschen schwer in dem Run, aufgrund des Pyro-Widerstands, wenn man den Max-Damage herausholen will. Aber halt auch keine Ganyu oder so. Von daher, ich bin, wie gesagt, froh, dass ich es mit einem Forster geschafft habe, halt in der Form auch mit Rosaria, nicht als Physical. Ich habe es auch mit Physical versucht, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es mit Physical, Rosaria, mit Fischl als T6-Support habe ich es nicht geschafft, aber in meinem Kryo-Team. Und das will ich euch nur auf jeden Fall zeigen. Am Ende des Videos zeige ich euch, welche Steine ich benutzt habe in der Energieleitscheibe, dass ihr einfach wisst, okay, wie vielleicht was ihr noch an euren Setup ändern könnt. Und auf jeden Fall, wenn ihr Probleme mit dem Event habt, kommt gerne in die Streams, kommt gerne zu uns auf dem Discord, holt euch da Unterstützung. Man braucht, ich glaube, 5000 Punkte pro Phase, um am Ende an alle Belohnungen zu kommen. Also das ist auf jeden Fall machbar. Und wenn ihr es alleine nicht schafft, wie gesagt, holt euch Hilfe bei uns auf dem Discord. Den Link findet ihr in der Beschreibung, genauso wie den Link zu meinem Twitch-Account. Denn wir werden bei mir in den Livestreams so vielen Leuten helfen, wie es nur geht im Koop, um an diese Punktzahl zu kommen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt viel Spaß mit meinem Run. ここにある。諦めて。いや。